Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Star Wars: The Old Republic. Und nach dem krassen Vorspann geht es jetzt direkt weiter. Ich habe die Beta schon mal gespielt, soweit ganz geil. Bin mal gespannt, was jetzt die Vollversion bringt. Und wir gehen bei der Republic rein und oder Republik. Gibt einmal das Imperium, soweit klar, und einmal die Republik. Und da ich mehr so der Gute bin und schöne Gegenden haben möchte, gehe ich hier rein. Ah ja, zum Server noch mal eben. Tada! Ja, das ist die Serverliste. Alles momentan niedrig, Standard ausgelastet. Liegt daran, da wir eine relativ frühe Temperatur Aufnahmezeit haben. Wir haben gerade 7 Uhr morgens. Und normalerweise, also wenn man so in einer Rush Hour spielt, dann haben die so oder hatten so gestern 90 Minuten, 30 Minuten Wartezeit. Der auch, da hatte ich mal einen Jedi-Ritter probiert, das war aber nicht so mein Fall, deswegen gehen wir jetzt mal auf einen anderen Server. Und zwar, ich meine, der wird, wenn das Spiel offiziell draußen ist, auch eine höhere Auslastung haben, aber wir gehen nach Loramar. Auswählen. Und ich wähle bewusst einen PvP-Server, weil ich das irgendwie spannender finde, wenn ich zwischendurch mal einen auf die Fresse kriege. Und mich dann aufregt, dass ich meine Quest nicht erledigen kann. So, und jetzt sind wir im Klassenauswahlbildschirm. Was gibt's für Klassen? Ja, es gibt einmal den Jedi-Ritter. Den finde ich nicht so geil. Der rockt nicht so richtig. Den Jedi-Botschafter, den Schmuggler und den Soldaten. Den werden wir auch gleich spielen. Jedi-Klassen und auch alle anderen kann man nochmal erweitern. Und zwar ab Level 10 kann man die dann nochmal zum Hüter oder Wächter ausbilden lassen. Hier sind dann die Rollen, die die machen können. Tank und Schaden. Da hier nur Schaden. Dann der Jedi-Botschafter. Der kann eigentlich alles. Heilung, Schaden und Tank. Der Schmuggler. Schurke, Revolverheld. Und Kommando- und Frontkämpfer. Wir nehmen jetzt einen Soldaten, weil ich da mehr Bock drauf hatte. Den habe ich auch in der Beta gespielt. Und es geht weiter in die Rassenwahl. Oder Spezies, wie es hier genannt wird. Da haben wir einmal den Mensch. Dann Sabrak. Ein Cyborg. Und Mirialana. Grün finde ich irgendwie blöd. Das ist so orkmäßig. Cyborg auch. So ein Stachelkopf habe ich keine Lust. Ich nehme ganz normal einen Menschen. Und weiter geht's. Oben kann man jetzt hier nochmal sehen, was die für eine Ausrüstung tragen. Was für Fähigkeiten die im Kampf haben. Hier ist nochmal der Frontkämpfer. Und Kommandosoldat erklärt. Ich meine, klar, die Rolle im Kampf, was da gerade stand, Tank, Heilung, Schaden oder sowas. Und wir nehmen natürlich einen männlichen Charakter. Als Soldat der Republik ist es meine Pflicht zu helfen. Und meine erst. So, wir gucken uns mal den Körperbau an. Von Spindeldür kann kaum die Waffe halten. Bis super fett. Damit ist es ein leichtes Pommes und Currywurst und Riesenmengen Grillhähnchen zu verdrücken. Aber ich werde, der ist auch zu krass, finde ich, für einen, der an der Kanone sitzt. Ich nehme dann schon eher die Statur. Und welchen Kopf nehmen wir? Kopf. Ah, ne. Das ist mir, glaube ich, so asiatisch angehaucht. Verschlafen. Oh ne, der hat am Knaller gelutscht. Der noch mehr. Ich glaube, ganz am Anfang war ein Gesicht, was mir gefallen hatte. Also jede Kopfform dabei, zumindest 24 Stück. Oh, Narben. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Soll ich dem eine Narbe geben? So eine fette Kampfnarbe. Ja, das ist cool. Da war er wohl mal zu nah dran mit der Waffe. Und, ja, hier war ich eigentlich. Ganz normale Augenbrauen mit so einem Schnitt drin. Keine Hautverunreinigung. Der Typ hat immer diverse Pflegeprodukte benutzt. Auf den Bart habe ich jetzt keine Lust. Da muss man sich mal rasieren im Spiel. Nein, Quatsch. Tätowierung, was gibt es da?
Genau, so ein Barcode-Scanner hier oben. Nee, angemalt habe ich keine Lust. Na, bereicht. Und jetzt kommen die Haare. Oh. Sind da Dreadlocks? Ah, schon nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe dann... Oh. Genau, das ist mein Favorit. Ne, lass mal sein. Oh mein Gott, mönchmäßig. Ja, nicht schlecht. Aber ich werde diese Frisur nehmen. Bekommt man dann wahrscheinlich beim Zielen einen Abzug, weil man ein Auge verdeckt. Und Haarfarbe. Nee, blond nicht. Dunkelblond. Ja, genau, rot. Oh. Nee, rostiger das Dach. So. Ein schönes... Was ist das? Braun. Und die Hautfarbe. Ich würde schon fast sagen, dass die passt. Komm, machen wir ein bisschen gesunder. Und die Namensgebung, wie nennen wir ihn? Dabirn. Nein. Das D ist schon mal gut. Und das, das B eigentlich, was da war. Debitor. LP. Ja, und wir spielen. Du kannst mit der Escape-Taste ein Gespräch zwischenzeitlich verlassen. Klicke auf den Missionsgeber in der Nähe, um die Unterhaltung von vorne zu beginnen. Oh, das geht. Was ich auch richtig gut finde, ist, dass das Spiel komplett synchronisiert ist. Also überall Sprachausgabe, wo es nur geht. Und jetzt halte ich mal kurz die Fresse. Hör mal. Oh mein Gott! Ich habe da mal vorher mal versucht zu sprechen, vorzulesen, aber da die Zwischensequenzen super laut sind und ich die nicht einstellen kann, im Menü habe ich es dann einfach mal gelassen. Lesen können hoffentlich alle. Ein paar Sachen werde ich auch noch vorlesen, so ist das ja nicht. Jetzt gehen wir erstmal rein in den schwarzen Bildschirm. Mit der Maus. Und es geht los. Das ist relativ früh heute. Wundert euch nicht, wenn da keiner rumläuft, nur ich. Ich glaube, da laufen drei Stück rum. Bin mir aber nicht sicher jetzt. Dorf Dreirad. Halt! Ach,
Es gibt in der ganzen Galaxis kein schöneres Gefühl, als einen 100 Tonnen schweren Kampfläufer mitten durch ein Kriegsgebiet zu steuern, oder etwa nicht? Wir nähern uns dem Dorf Drillia, Sir. Die Zielvorrichtung zeigt leichtes Waffenfeuer und Feindbewegungen in allen Vierteln an. Die Separatisten rücken vor. Ein weiterer schöner Tag auf Ort Mantell. Und? Schon aufgeregt? Wisst ihr, ihr seid der erste Neuzugang im Chaos-Trupp seit langem. Man sieht, das Spiel ist von BioWare, das erinnert sehr stark an Mass Effect. Aber muss ja nicht schlecht sein. Mass Effect ist ja auch ein super Spiel. Und man kann ja sogar auswählen, was man antwortet. Hat sogar manchmal Konsequenzen, wie man sich entscheidet, hell oder dunkel. Ich bin mehr so der helle Typ im Moment. Ich werde die Feinde der Republik mit all meinen Kräften bekämpfen, Sir. Ihr müsst mich nicht Sir nennen. Wir sind im Krieg. Vergessen wir die Rangordnung. Ich bin Lieutenant Bex Kolas, aber im Chaos-Trupp nennen mich alle Schrauber. Unsere Einheit hält zusammen. Es wird euch gefallen. Ich verrate euch, weswegen wir hier sind. Die Separatisten haben eine republikanische Bombe von einem abgestürzten Transporter gestohlen. Eine gefährliche Bombe, so ein Orbitalschlagding. Wir wissen noch nicht, wo diese dreckigen Verbrecher sie versteckt haben. Sie werden von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt und haben überall Verstecke. Diese Bombe zu finden wird kein Kinderspiel. Wie sind die Spezifikationen der Waffe? Die Bombe wurde konstruiert, um eine große Stadt auszulöschen. Sie kann diese kleine Insel also problemlos von der Karte wischen. In Forganik bekommt ihr den kompletten Überblick. Jetzt lehnt euch zurück und... Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Wir wurden von einer PB-Rakete getroffen! Von einem Schulterraketenwerfer irgendwo im Dorf! Alle Mann mit! Pilot! Pilot! Verdammt, er ist tot! Diese hinterweltlichen Separatisten dürften doch gar keine panzerbrechenden Raketen haben! Sie werden jeden Konvoi zerlegen, der hier durchkommt! Wenn die Separatisten unbedingt Ärger wollen, dann sollen sie ihn bekommen. Klingt gut, Kleiner. Reparaturen sind mein Spezialgebiet. Und ich bin als Kämpfer nicht annähernd so gut wie ihr. Ich bleibe hier und repariere den Kampfläufer. Ihr kümmert euch um diese Raketenwerfer. Verstanden? Verstanden. Die Separatisten bewahren ihre Raketenwerfer wahrscheinlich in einem Lager im Dorf auf. Und dieses Lager ist ganz sicher schwer bewacht. Findet das Versteck, zerstört die Raketenwerfer und kommt im Laufschritt zurück. Verstanden, Sergeant? Ich kümmere mich darum. Viel Glück da draußen. Ha, und los geht's. Und natürlich ist das Dorf schwer bewacht mit Level 1 Kreaturen. Steuerung und Missionen. Ich werde das hier einfach mal überspringen. Das sind so die Standardsachen. Hier laufen BASD, hier ist die Karte. Übrigens eine sehr gute Karte, meiner Meinung nach, wenn man sich sogar bewegt. Wird schwach, aber jetzt bin ich draußen. Oh nein, jetzt bin ich wieder drin. Gegner angreifen. Ah ja, wir werden als erstes ein paar Einstellungen vornehmen. Das ist okay. Gesamtsprachlautstärke, Steuerung. Ich habe automatisch Plündern bei Rechtsklick. Und Bereichsplünderung aktivieren. Das heißt, ich plündere ein und der plündert alle. Richtig geil. Quickslots per Tastenkürzel, natürlich. Sound, Chat. Chat ist gut. Benutzeroberfläche, ich hätte gerne noch eine Quickslot-Leiste rechts. Anwenden. Ach, da ist sie. Links kann man auch noch eine und unten kann man noch eine zusätzliche reindonnern. Die Grafik ist komplett hoch. Ich habe sogar noch eine Einstellung in der Indie geändert, damit hier ein bisschen Anti-Aliasing ist. Ja, so weit, so gut. Jetzt geht erstmal die erste Quest. Die wir noch nicht haben, aber hier unten direkt. Oh, fetter Krieg. Wartet mal kurz. Auf Quartier! Hier ist die Frontaufklärung. Bitte kommen! Auf Quartier! Mist, ich dachte, ich hätte sie. Tut mir leid, Soldat. Wir haben etwas Ärger. Eure große Knarre käme uns zurzeit sehr gelegen, falls ihr bereit wärt, uns zu helfen. Eine Separatisten-Miliz hat das Dorf besetzt. Wir nehmen also keine Anfänger oder Bauerntölpel. Sie haben Experten mit erstklassigen Störgeräten. Damit behindern sie die Fernkommunikation von hier bis vor Garnik. Habt ihr einen Plan, wie ihr das Problem lösen könnt? Ich schätze, mir bleibt nur eine Option.
euch, um Hilfe zu bitten. Ich soll Informationen an dieses Dorf weitergeben, aber wegen der Störung kann ich keine Meldung machen. Jemand muss die Störer der Separatisten ausschalten. Wenn ihr also sowieso ins Dorf wollt, könntet ihr das ja vielleicht für uns übernehmen. Wenn ihr die Störer der Separatisten ausgeschaltet habt, meldet euch hier. Ich werde sehen, ob ich etwas Ausrüstung anfordern kann, die euch nützlich wäre. Oh, deaktiviere Signalstörer. Was gibt es hier? Hier sieht man auf der Map, hier ist ein Briefkasten. Ja, ich glaube, ich habe doch eine Spezialversion. Die Digital Deluxe Version. Da habe ich einmal einen Modifikationsgegenstand, Ausdauer plus 4, ganz toll. Aufnehmen mit rechter Maustaste, löschen der Nachricht. Und jetzt geht's los. Ich habe einen Longspurstab. Oder Step, besser gesagt. Stab wäre mit B. Kann man schneller reisen, eine tragbare Holotänzerin, einen Trainingsdruiden, der richtig was für den Arsch ist, eine Sonderausführung der CEC-Signalpistole, ein Fotoapparat und einen Viplanche-Handgelenksbandschlüssel. Dann kann ich Spezialgegenstände kaufen. Das können nur die Leute der Digital Deluxe Version und der Collectors Edition, so wie ich gehört habe. So, hier ist so eine Art. Moment, kann ich den noch anklicken? Da habe ich schon. Die Schnellreisefunktion kann man hier aktivieren und dann kann man sich aussuchen, ob man hier hin oder zu einem anderen Terminal reisen möchte. Schnellreise kommt man da hoch. Das ist ein Buff. Außer Reichweite? Achso, ich habe den Tünnis hier noch anvisiert. Und zwar erhöht die Ausreiseziel 60 Minuten lang um 5%. Bäh. Was haben wir denn generell? Wir haben einen Hammerschuss drauf. Feuert eine Salve Hammerschüsse ab, die zum Ziel 35 bis 47 Waffenschaden zufügen. Sprenggeschoss und Zellen aufladen. Was war denn noch in der Digital Deluxe Version drin? Die Kamera. Die Signalpistole. Den Trainingsruin, den man sich hätte sparen können. Und die Holotänzerin. Da hätte man sich auch alles sparen können. Klick. Und dann kann man hier so fett abtanzen. Man kann das aber auch lassen. Dann hat man noch die Fotokamera. Wird aus der Sicht von meiner Figur ein Foto geschossen. Blip. Und die Signalpistole. Die finde ich eigentlich ganz cool. Wo bist du? Hier. Bam. Kannst du aber auch auf der Map gucken, wenn du mich nicht findest. Und jetzt gehen wir mal rein und töten alle. Ja, wie plündere ich denn? Wahrscheinlich anklicken. Ja, toll. Dorf Dreiliad. Dreiliad. Hab schon keine Muni mehr. Out of Muni. Und egal wo man ist, schalten sich mal so Bonusmissionen frei, wie jetzt hier gerade. Erledige die Separatisten. Und hier Signalstörer Alpha. Tschüss. Voll dumm, weißt du, deaktiviert. Dann kommt wieder ein Gegner und aktiviert den wieder. Ach, guck mal, da sind noch mehr. Den kaputt schießen. Komm nochmal. Und warum ich kein Jedi-Ritter spiele, ich habe den schon mal gezockt. Ich finde, der rockt irgendwie nicht so richtig. Kann ja sein, dass der später voll rockt. Und zudem, das ist ja ein zukunftsorientiertes Spiel, so mit Gleitern und so. Und wenn ich da mit einem Schwert rumlaufe, auch wenn das ein Jedi ist, ich möchte lieber was zum Schießen haben. Ach Mist, der falsche Knopf. Der ist viel cooler hier. Da lade ich da meinen Munitionsstand auf, der ist hier. Und meine Gesundheitsleiste. Ach Mann. Gleich sollte ich eigentlich schon den ersten Level erreicht haben. Die ist übrigens hier unten, die Leiste. Oh. Und was ist hier für eine Leiste?
noch eine freie Leiste. Die lasse sich nochmal spätere Sachen schon frei. Sauber! Setze dich genau in die Mitte von den Leuten. Und tschüss. Und wir haben Glück. Ach, habe ich noch gar nicht gesagt, wie man sehen kann, wenn jemand irgendwo was fallen lässt, ist hier immer so ein riesen Strahl bis in der Luft. Hä? Dann weiß man auch direkt, dass sich da lohnt, dahin zu laufen. Zum Beispiel grüner Strahl, das ist was, grüner Strahl, da ist was Besonderes drin. Stufenaufstieg und Inventar. Kann einmal hier oben entlang gehen. Oder allerdings C für den Charakter und I fürs Inventar drücken. Und ich habe eine Ort-Mantel-Auszeichnung bekommen. Damit lassen sich besondere Gegenstände kaufen, wenn man die... genau. Der dritte einfach so Gegner explodiert hat. Also wenn man die sammelt, kann man sich besondere Gegenstände kaufen. Gute Arbeit, Kleiner. Ihr habt Talent. So viel steht fest. Ich hatte leider weniger Glück. Dieser Kampfläufer wird sich so schnell nicht wieder bewegen. Ich dachte, du bist Schrauber. Akkuschrauber. Macht euch keine Vorwürfe. Wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr ihn sicher repariert. Danke. Zu schade aber um den Piloten. Der arme Kerl hatte keine Chance. Ich werde hier bleiben und alle verwertbaren Teile bergen, bevor es jemand anderes tut. Ihr solltet euch nach Forganik aufmachen. Achtet auf dem Weg zum Fort auf Separatisten. Die können aus dem Nichts auftauchen. Seid ihr sicher, dass ich nicht hier bleiben und euch Deckung geben soll? Schon gut. Ich komme zurecht. Schließlich bin ich nicht neu in diesem Geschäft. Seid auf der Hut da draußen. Wir sehen uns später. Bis später. Ah ja, was ich ja auch viel besser finde, ist die Dialoge. Die Jedis reden ja immer so ein bisschen geschwollen. Und sind super mega freundlich. Geht ihr zuerst vor? Nein. Geht ihr zuerst vor? Nach ihnen, Sir. Nein, nach ihnen, Sir. So ein Soldat passt da schon besser. Habt ihr gesehen? Hier war auch Loot drin. Der hat den zusammengeplündert mit ihm hier. Das ist Bereichsplünderung. Und nochmal. Klatsch. Schieß mich doch nicht an. Lodge. Signalstörer Beta wird deaktiviert. Und wer noch? Delta ist da hinten. Wo ist denn Gamma? Obwohl, ist Alpha Beta Gamma? Nee. Ich bin mir nicht mehr sicher. Egal. Und? Tschüss. Und jetzt kann ich hier auch schon wieder weg. Und klick. Kehre zu Sergeant Blythe zurück. Oh. Da ist Gonza, ein weiterer Spieler. Mittlerweile sind wir vier. Wenn das wirklich dann die Zahl heißt. Schön, dass ihr heil zurück seid. Schön. Mein Trupp und ich sind euch etwas schuldig. Dank euch können wir die Störung durch die Separatisten überwinden. Jetzt können wir bald Bericht erstatten. Hier, aus unserem Privatvorrat. Passt auf euch auf, Held. Was hat der Held gesagt? Boah, geil, eine neue Waffe. Kann ich mal annehmen. Den hat er im Rücken geschossen. So, und da sieht man jetzt auch im rechten Viereck, was sich da oben aufgetan hat. Statistikänderung. Mit der neuen Waffe habe ich 7 Maximalschaden plus 5 minimalen Schaden. Zielgenauigkeit und Ausdauer. Genauer gesagt, mache ich mehr Bam. So, gut, das war soweit der erste Teil. Morgen geht es dann weiter. Und ansonsten, bis im nächsten Part. Tschö.